Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ich muss gestehen, ich habe jetzt eine ganze Langeweile nicht mehr weitergespielt und muss erstmal wieder reinkommen und gucken, was wir so Schönes machen können. Wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal hier die Pfeile. Und ich denke, wir müssen jetzt irgendwie diese Typen leise ausschalten. Aber ja, ich sehe noch nicht, dass das gut funktionieren wird. Erst recht, da ich lange nicht mehr gespielt habe und auch erstmal wieder ein bisschen natürlich in die Steuerung reinkommen muss. Vielleicht können wir uns verstecken. Okay, die anderen haben es tatsächlich nicht mitbekommen. Nehmen wir, glaube ich, erstmal den da hinten. Und er hat auch wieder nichts mitbekommen. Da oben sind übrigens unsere Freunde gefangen. Die müssen wir irgendwie befreien. Und auch den werden wir jetzt hier leise köpfen. Und ich würde sagen, das hat besser funktioniert als erwartet. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Ja. Wir müssen das Ding lockern. Irgendwie ist gut. Ich glaube nicht, dass ihr da oben etwas schaffen werdet, aber macht ruhig mal. Es ist sinnlos, Reyes. Den wollte ich eigentlich. Okay. Also erstmal können wir hier auf jeden Fall die Leichen plündern. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Ach, hier war gar. Doch, hier ist sie. So. Und hier haben wir ja, ein Ventil. Sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal. Probier es einfach mal aus. Es wird wahrscheinlich nicht gut enden. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die brennenden Pfeile ausrüsten können. Ah, ich glaube so. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch. Er heißt Matthias. Bringt das was? Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. Nee, das bringt jetzt irgendwie noch nichts. Wow, und ich bin ja auch immer so gut in Rätseln. Können wir vielleicht irgendwie da das Fass wegmachen? Es gab doch noch so eine andere Taste. Nee, das geht nicht. Okay, dann gucken wir uns erstmal ein bisschen um und sammeln am besten die ganzen Pfeile ein. Okay, wir sind wieder voll, sehr schön. Ist hier noch irgendwas Schönes? Hier gibt es auch weiter nichts. Okay. Wenn du das Gas anzündest, löst die Explosion vielleicht das Gegengewicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber irgendwie ließ es sich nicht anzünden. Wobei meine Pfeile auch nicht wirklich nach Feuerpfeilen aussahen, was mich eigentlich wundert. Ach, jetzt ist es Feuer? Ich dachte eigentlich, wenn das Feuersymbol da. Ja, okay. Ich habe das gerade so ein bisschen falsch rum erkannt. Na gut, jetzt geht es auf jeden Fall. Das sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. Geht's euch gut? Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Ja, ich sollte mich beeilen. Feinde. Und wir können alle zusammen hier raus. Spring rüber. Wir halten den Käfig ruhig. Okay, wenn ihr das so sagt, dann mache ich das einfach mal. Hat sogar ganz gut geklappt. Oh. Verdammt. Okay, was jetzt? Das andere Gegengewicht. Es ist da drüben festgemacht. Das wird hier nicht gleich einstürzen, oder? Ich glaube, das geht hier alles gerade auf Zeit. Okay, wir zünden einfach mal das an. Aber das hat noch nicht wirklich gereicht. Da oben ist auch noch was.
Oh oh, Leute. Es wird hier gerade ungemütlich. Das ist der richtige Weg. Ach Mist. War ich schnell genug? Okay, nochmal. Tja, aber leider auch nur fast. Ich glaube, das Timing muss einfach noch viel besser sein. So, wenn er dann gleich nochmal hochschwingt. Ich hoffe, er schwingt nochmal hoch. Nicht wirklich. Okay, ich glaube, man muss wirklich verdammt schnell sein. Ja, das war dezent daneben. Das ist hier ja wieder genau mein Ding. Jetzt aber. Das war knapp. Ich bin froh, dass es da jetzt gerade keine Knopf-Action gab. Danke, kann ich irgendwas machen? Oh Scheiße, wir haben ein Problem. Irgendwo festhalten! Der Käfigboden ist weg! Oh, herrlich. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Wir müssen raus aus diesem Ding. Ja, verdammt. Ah, ich kann es zur Seite. Ja, ja. Ich mach das schon irgendwie. Oh Gott, ich... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber ich glaube, das muss so sein. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Einfach mal rüber. So. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich bin in Sicherheit. Ich weiß noch nicht, was ich vorhab. Ja, 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 ja. Ganz entspannt. Okay, das funktioniert noch nicht so gut. Ah, hier ist noch ein Ventil. Autsch. So, wahrscheinlich muss ich einfach wieder beide treffen. Oder auch nicht. Das geht auch. Oh, ganz schön knapp. Ja, das denke ich mir auch so. Das ist sehr schön. Komm ich da ran? Ja, oder? Gerade so. Oh Gott, oh Gott. Ja. Das ist wieder die reine Action hier. Aber ich habe es ausnahmsweise mal überlebt. Wir sind draußen, aber alles stürmt ein. Modell vorgeschaltet, okay. Der Hubschrauber ist bald da. Das ist schön. Ich würde jetzt wieder nicht in die Haut stecken wollen. Wir sollen Sam finden. Ich hoffe, dass uns das auch irgendwie gelingen wird. Und so richtig Zeit, sich umzugucken, hat man hier jetzt auch gerade nicht so wirklich. Okay, hier kann ich durch, sehr gut. Sind das für... Sind das böse Leute? Okay, es sind auf jeden Fall tote Leute. Hier ist nichts weiter. Leichen plündern. So viel Zeit muss halt sein. Oh. Mist. Egal, der brennt. Ich habe noch Feuerpfeile. Weil wir jetzt auch wieder die anderen nehmen können. Das ist sonst ein bisschen Verschwendung. Und ich habe ja auch noch unsere heißgeliebte Shotgun. Könnten wir sonst auch wieder nehmen. Wo ist denn... War hier nicht eigentlich gerade noch eine Leiche? Na gut. Oh Gott, oh Gott. Action! Ja, ich bleibe in Bewegung. Kann ich hier klettern? Sehr gut. Oh Gott. Ich habe kein gutes Gefühl mehr bei dieser Sache. Okay. Ein fliegender Feuerball. So wollen wir hoffentlich nicht enden. Aber so richtig gesund sieht das hier wirklich alles nicht mehr aus. Wir rennen einfach mal weiter. Die werden uns schon jetzt nichts tun, weil ich glaube, die haben eh gerade andere Sorgen.
Aber plündern möchtest du gerne trotzdem. Okay, den kann ich nicht plündern, der brennt. Kann ich ihn jetzt plündern? Ja, das ging. Sehr gut. Okay, Lara, was wirst du tun? Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Tja, das weiß ich leider auch nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier irgendwie lebend wegkommen. Und hier ist eine Seilbahn. Oh Gott, was war nochmal A? Moment. Ich glaube das. Outsiderin, das klingt immer so gemein. Was? Leute. Wow, dass sie den Sprung geschafft hat. Respekt. Leute, habt ihr gerade irgendwie nichts Besseres zu tun? Ich weiß gerade nicht, wo... Ach, hier. Wir gehen hier erstmal hoch. Zur Not, Nahkampf und so. Ging doch auch irgendwie. War das nicht damit? Oh. Epische Fehlleistung. Ja, so eine Errungenschaft kann auch irgendwie nur ich bekommen. Das passt mal wieder. Oh. Aber ich finde, es läuft ja eigentlich ganz gut. Bis auf, dass wir hier wahrscheinlich gleich ersticken werden. Oh. Ja. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Mit dem stimmt was nicht. Ich bleib bei meiner Meinung. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, Klein. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Großartig. Großartig. Und schon stecken wir wieder in Schwierigkeiten. Ich möchte gerne eigentlich
Die hätte ich lieber. Ja. Nein, 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 nicht gut. Mist. Wir haben noch ein bisschen Muni, das ist sehr gut. Mann, der hält ganz schön viel aus. Es brennt schon wieder dezent. Oh Gott. Und es sind eine Menge Feinde. Okay, da hinten ist noch einer, aber der ist so weit weg. Also mit der Shotgun kommt man hier schon mal ganz gut voran. Oh, da lebt auch noch einer. Autsch. Ich glaube, der hat sich gerade ein bisschen selber mit in die Luft gejagt. Ich habe gerade auf das Auto eben gehofft. Hilfe. Oh. Ah, er lebt noch. Dann setzen wir natürlich den Gnadenstoß hier. So, aua. Wie funktioniert der Auto eben noch nicht? Machen wir es so. So. Ich habe das Gefühl, hier stürzt gleich alles ein. Ach du Schande. Und es kommt immer mehr. Hallo. Und gut gepanzert. Ins Knie. Ciao. Oh, nicht ciao. Er lebt noch. Komm schon. Todesstoß. Mitten im Feuer. Renn ich eigentlich gerade? Ich glaube ja. Verdammt. Ich will nur mal kurz hier plündern. Bin schon weg, bin schon weg. Alles gut, Lara, alles gut. Hui, hier kommen wir nicht mehr durch, okay. Es muss irgendeinen anderen Weg geben. Interessant. Immer dem Licht folgen. Das nehmen wir noch mit, damit wir wieder voll sind. Und wir haben es geschafft. Alle Gegner sind zum Glück erledigt. Und bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.